Hi, mein Name ist Tino. Ich bin Redakteur beim Moviepilot. Heute erzähle ich euch, warum man sich, wenn man denn will, auf die Filmadaption von Charlotte Roches Bestseller Feuchtgebiete freuen kann. Für die Uneingeweihten, es geht um das ein 18-jähriges Mädchen, das sich beim Rasieren ihres üppigen Probusches eine Analfissur zuzieht. Was folgt, ist der Krankenhausaufenthalt, wo sie mit dem jugendlichen Pfleger ein wenig anbändelt bzw. sich in ihn verliebt und allerlei mehr oder weniger tiefgreifende Überlegungen an zum Thema Sex, ihrem eigenen Körper und der Beziehung ihrer Eltern etc. Wie ihr alle wisst, war das Buch ein gigantischer Erfolg, spiegelt Bestsellerliste etc., hat auch ein wenig für Skandälchen gesorgt, hat auch einige gute Kritiken, einige schlechte Kritiken. Zwei Gründe, warum man sich auf den Film freuen kann, unabhängig davon, ob man ein Fan des Buches ist oder nicht. Der eine wäre der Regisseur. Wir haben es hier mit einem jungen, talentierten Filmemacher namens David Wendt zu tun, der ein wenig mit Preisen überschüttet wurde für sein Neonazi-Drama Kriegerin, das auch eine Frau, die Neonazi ist im Osten. Es handelt sich eben um einen Film mit einer starken Frauenfigur, was ja auch sicherlich irgendeiner Form wichtig ist für Feuchtgebiete. Die Hauptdarstellerin ist eine junge Schweizerin namens Carla Juri. Nicht ganz so jung wie die Protagonistin. Sie ist 27, hat auch schon zwei Preise gewonnen, nämlich den Swiss Film Prize. Was ich annehme, ist das Schweizer Äquivalent zum Oscar. War nicht so gemeint. Produzent ist Peter Rommel, der auch... Ein sehr martialischer Name, eigentlich Peter Rommel, oder? Peter Rommel oder wie er für den Film umbenannt wurde, Peter Rammel. Auch das nicht witzig, vielleicht können wir es auch wegschneiden. Jedenfalls Peter Rommel, auch verantwortlich für einige Andreas Dresen-Filme. Ihr wisst, tief trauriges deutsches Kitchen Sink Cinema. Insofern, der Mann macht auch eigentlich keinen Blödsinn. Es handelt sich auch beim Roman um einen leicht satirischen Roman, sprich man muss das Ganze nicht todernst angehen. Jetzt komme ich vielleicht zu einigen, vorsichtigen Überlegungen, warum ich das Ganze problematisch finde oder was man häufig sieht, wenn man sich Clips anguckt von Lesungen von Feuchtgebiete. Die Reaktion des Publikums besteht meistens darin, dass sie hysterisch kichern bei der Vorstellung, dass eine Frau pupsen kann, beziehungsweise dass sie sich ihre Geschlechtsteile parfümiert etc. Das finden wir alle ganz, ganz, ganz komisch und darin scheint ein Großteil des Erfolgs des Buches zu bestehen. Ich bin da jetzt auch nicht vorgefeit, die Inhaltsangabe des Films vorzulesen, hat, glaube ich, diverse 20 Versuche genommen, weil das Wort Probusch einer gewissen Komik nicht entbehrt. Für die Uneingeweihten. Es geht um ein 18-jähriges Mädchen, das sich beim... Für die Uneingeweihten. Es geht um ein 18-jähriges... Oh Mann, scheiße! Okay. Aber das kann eigentlich nicht alles sein. Und das ist an sich, finde ich, auch keine sonderlich große Qualität an einem Kunstwerk. Aber der Film könnte das sicherlich dadurch umgehen, einfach dadurch, dass es ein Film ist. Im besten Fall hat es eben kein Voice-Over und wir kriegen das Ganze mit filmischen Mitteln mitgeteilt. Um es nochmal kurz zu fassen, das einigermaßen Interessante daran ist, dass der Film konfrontiert ist mit der Problematik, dass er sich eben nicht genau auf dieses Erfolgsrezept des Romans verlassen kann. Enttabuisierung durch Sprache, sicherlich auch, weil die Leute ja reden. Aber einerseits ist es eben nicht so krass, über den Film das zu zeigen, wie es im Buch zu schreiben. Andererseits muss der Film eben gewisse Dinge zeigen. Und wie sehr wird er sich da trauen? Wie krass wird er da vorgehen? So, das war es von mir zum Thema Feuchtgebiete. Wenn ich euch mit meiner treffenden Analyse bezaubert habe, beziehungsweise ihr das Wort Probusch mögt, könnt ihr auf den Daumen hoch drücken, beziehungsweise euch heute einfach zur Feier des Tages nicht waschen. Für die Uneingeweihten. Es geht um ein 18-jähriges Mädchen, das sich beim Rasieren ihres üppigen
Scheiße. Po-Frisur. Und du bist Dinger geschmuckt.